So, mal gucken, wann er seinen Key reindrückt. Manche drücken ja schon bei 2 rein. Ah, okay. Das war eine relativ feine Angelegenheit. Jetzt bin ich gerade überlegen, muss ich irgendwas ändern? Oder hätte ich was ändern müssen? Nee, eigentlich egal, ne? Eigentlich egal. Ich habe ja mir jetzt meine Route soweit zusammen. Ich nehme die Kleinen mit, die hier mit. Wir haben blutig und bebend. Ich bin mir jetzt immer noch nicht... Ja, okay, also... Ja, ja, beben war das, wo wir auseinander müssen. Gut, dass wir 2 Millis haben. Und blutig müssten die Flächen auf dem Boden sein. Müssten. Oder? Okay, das waren jetzt kleine Mobs. Die procken, glaube ich, keine Fläche. Oder ist blutig der... Nee, das ist nicht der Heiler-Debuff, ne? Sonst hätte ich jetzt schon... Oh boy, wir haben aber jetzt hier... Ne? Ich habe auch noch keine Fläche. Doch, da. Okay, nur die Elite-Mobs droppen eine Fläche. Okay. Nee, dann war ich schon richtig. Ich bin jede Woche wieder am Rätseln, was für ein Affix ist. Okay. Ich spare mir jetzt Inka auf und ziehe es nicht bei der Gruppe, sondern bei der nächsten dann. Weil die nächste halt die härtere Gruppe ist. War eigentlich Trash oder Boss Buff? Da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Okay, aber... Also es fühlt sich jetzt hier nicht so safe an mit dem Heiler, ne? Ist jetzt halt 16er, was jetzt halt nicht krass hoch eigentlich ist, tatsächlich. Geht ganz gut auf den Latz. Eigentlich sollten doch Tanks noch defier sein, oder? Mit dem nächsten Reset hieß es. Also eigentlich müsste ich ja jetzt noch defier unterwegs sein. Ich glaube 10% mehr Melee Schadensreduzierung dürfte ich haben. Muss mich halt einfach vor dem Kampf, ne, weil der Heiler mich nicht vollzieht, heilen. Hier wird es jetzt ein bisschen ätzend, ne, mit den Stacks. Also nicht mit den Stacks, sondern mit den Flächen da am Boden. Mal gucken. Mal ein bisschen schauen. Also ich habe mir jetzt absichtlich hier Inka aufgehoben, weil Inka macht zwar zum einen auch ganz gut Damage, aber defensiv ist halt einfach so stark. Ich hoffe, der Hunter... Er dürfte jetzt halt nicht nach hinten gehen, ne? Da dürfen wir jetzt nicht adden. Okay. Der eine läuft da halt voll rein in die Pfütze, den der Hunter hintergekickt hat. Jetzt steht er halt in der Pfütze drin. Das war jetzt halt eine saudumme Angelegenheit. Der heilt sich jetzt wieder komplett voll. Oh boy. Wir haben aber echt wenig Schaden dabei, oder? Das dauert hier ewig, bis irgendwas runtergeht. Also ich glaube, so lange habe ich die Gruppe noch nie gespielt. Eigentlich ist die immer... Ich ziehe Inka und dann Inka ist fertig und die Mobs sind halt auch tot. Aber hier ist irgendwie Inka ist fertig und mein Inka ist bald wieder ready, bis die Mobs halt tot sind. Uff. Es ist schon, ne, es ist Trash-Buff, ja, verstärkt. Gut, ist aber wahrscheinlich in der Instanz gar nicht so schlecht, wenn Trash-Buff ist. Also der Trash ist so mitteleklig, würde ich jetzt mal sagen. Gut, es gibt doch die eine Gruppe oben, die ist absolut abfuckt. Da brauchst du dann halt Schaden, das wird wahrscheinlich dann ätzend werden. Aber das Beschissene ist hier tatsächlich eher der Boss. Warte mal, warum haben wir jetzt gerade bebend nochmal abgekriegt? Ich dachte... Beim Pride kriegst du nicht die ganz normalen anderen Affixen. Ja, obwohl, Beben ist, glaube ich, immer auf Zeit, ne? Ich bin nebenbei noch hier in dem epischen BG drin. Wollte mir das mal mit dem Ding angucken, mit dem Twink, ne? Und, ja gut, jetzt aber während dem Plus kann ich nicht viel machen. Wahrscheinlich fliege ich da jetzt eh gleich raus, aber ist nicht so schlimm. Stellen wir uns mal so ein bisschen an den Rand noch. Vielleicht können wir noch was machen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch einen Kyrianer am Start haben. Warte mal, die Mobs sind gerade nicht da, den kann ich ranpullen. Ich hoffe, wir ziehen HT. Wo ist HT? Uff, es zieht keiner HT. Ich zieh Drums. Es hilft halt nichts. Wir haben halt einen fucking Hunter dabei und er zieht's nicht. Jetzt habe ich halt billig Drums gezogen, ne? Was bringen die noch? 15%. Ich,
Ich glaube, das ist so ein Hunter, der nicht weiß, dass er C ziehen kann. Kann das sein? Mittlerweile müssten das doch alle Jäger drauf haben. Ich ziehe jetzt hier Inka nicht. Das wird jetzt halt wegen dem Bebend gleich richtig ätzend. Die Made ist halt auch groß. Ich ziehe ihn jetzt mal raus. Die bufft sich halt immer weiter hoch, ne? Alter, weil die DD ist halt die scheiß Made nicht. Ja, jetzt spielen sie die Made. Also, ich glaube, das wird auf keinen Fall in-time. Das wird nie und nimmer wird das in-time. Dafür spielen die halt eine richtige Kacke leider zusammen. Was clever war. Also ich pull die normalerweise immer zusammen, aber wir haben halt sehr wenig Dings-Damage dabei und wahrscheinlich war das jetzt eher keine gute Idee. Läuft gleich Inka aus, ne, und dann... Es geht halt absolut nichts tot, ne. So, jetzt habe ich kein Inka mehr, jetzt muss ich wahrscheinlich dann gleich flitzen gehen. Okay. Noch geht's. Aber es dauert schon lang, ne, bis wir da was getötet kriegen. Uff. Okay. Also ich hab ein bisschen Sorge tatsächlich. Sowohl beim Boss als auch beim Trash, ne? Also wenn der Hunter das halt nicht hinkriegt, HT zu ziehen, ist halt eher suboptimal. Weil mit dem Gammel HT, da reißt er halt nicht sonderlich viel. Also ich vermute mal, sie haben den Hunter halt tatsächlich auch nur eingeladen, weil er halt hier C ziehen kann, ne? Der hatte halt jetzt einen relativ lowen Score und der Lead hat tatsächlich relativ lang rumgemacht, bis er die Gruppe fertiggestellt hat. Oder er kennt den, ne? Das weiß ich jetzt auch nicht. Dachte mir der... Ich glaube, die haben gar nicht gecheckt, dass ich wahrscheinlich... Dass das kein richtiges HT waren, sondern meine Drums, ne? Vermute ich jetzt mal. So, ich mach die einen danach, ne? Die hier mache ich danach dann. Obwohl, eigentlich... Naja, weil, HT steht für Heldentum. Auf der Allianz ist es Heldentum, da gibt's keinen Blutrausch oder, ne? Also normalerweise mache ich immer das andere Pack als erstes, dass der Pride besser spawnt. Holy moly. Aber ich vermute, dass wir die nicht gleichmäßig runtergehittet kriegen, deswegen machen wir es jetzt so rum. Also die Mobs brauchen wir auch noch, ne? Zwar auf jeden Fall. Ich darf jetzt hier bei denen hier nichts ziehen. Ich habe halt schon... Alter... Musste ich mein Schild ziehen. Die nächste Gruppe ist halt mit Abstand die allerbeschissenste. Naja, die tun sie nämlich nicht gleichmäßig machen. Jetzt kommt nämlich der Pride. Deswegen habe ich jetzt das so rumgemacht, ne? Weil sonst wäre der Pride beim ersten Mob verreckt und das wäre blöd gewesen. Willst du da rausgehen? Uff. Jetzt mache ich quasi die Gruppe, die schwerste, mit dem Pride-Buff. Und dann gehe ich zurück und mache die Mobs da hinten. Normalerweise mache ich es immer andersrum, aber da wir halt zu wenig Damage hatten, dachte ich, es vielleicht so rum besser. Nicht, dass wir komplett verkacken hier. Was macht der denn? Warum charged er hier einmal raus?
Wie heißt HT beim Hunter? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das muss irgendwas mit Beast irgendwas sein. So, jetzt habe ich nämlich hier Inka ready. Die müssen halt jetzt schnell sterben. Das ist nämlich die absolute Abfuck-Gruppe. Aber der DH tut zumindest stunnen. Das gefällt mir schon mal. Bleibt dann aber im Einschlag stehen, was mir natürlich nicht so gefällt. Ach komm, Junge. Also, ich kann halt nicht in allen Einschlägen drin stehen bleiben. Also, das kann ich halt als Ding auch nicht machen, als Tank. Die natzen mich dann tatsächlich. Aber das dürfte eine der ätzendsten Gruppen hier drin sein, ne? Aber gut, wenn du zwei Melees hast, dann geht's eigentlich mit den Interrupts. So, jetzt müssen wir da hinten noch die Mobs machen. Die habe ich, wie gesagt, die habe ich jetzt extra ausgelassen, dass es vom Pride halt ausgeht. Okay, die pulle ich jetzt nur ran. Die müssen wir noch machen. Alter, diese zwei Melees, ne? Ich glaub, der Heiler muss halt verdammt viel einfach nur auf die Typen drauf heilen, weil der Rogue steht dran und der DH dasht halt volle Lotze rein. Also ich weiß, beim Hunter, früher konnten nur Beastmaster Hunter quasi HT ziehen, ne? Das haben sie aber jetzt, glaube ich, abgeändert, jetzt kann es jeder Hunter. So wurde es mir zumindest gesagt, aber ich spiele halt selber. Also ich habe selber noch keinen Hunter hochgespielt, deswegen, ne? Kann ich da nicht so viel zu sagen. Ich bin außer Reichweite. Nicht vor den... Der Rogue, ne? Die cleaven ja halt wie blöd. Ich hoffe, die kicken den. Okay, dann kicke ich nämlich den anderen. Okay, du DH hat schon. Im Normalfall pulle ich die einen Mobs zurück, aber die sind jetzt hier schon zu weit rüber. Ich hoffe, dass einfach ein Range-Kick vom... Kommt halt kein Kick. Es ist halt jetzt hier ein bisschen kacke, ne? Hallo? Heilung? Jetzt hat er ihn gecaged. Ja, ich habe ein Mondfeuer drauf. Ja gut, das ist halt beides blöd, ne, mit dem Pride. Warte mal, ich versuche den noch ganz in die Ecke reinzuziehen. Dann haben wir vielleicht mehr Platz beim Pride. Ich hätte das Schild noch aufheben können, ne. Wobei das halt eh kacke ist. Also das musst du noch casten und... Hey, grüß dich. Ihr haltet euch für besonders talentiert. Euch werde ich noch Demut beibringen. Ja, das ist natürlich jetzt kacke. Ich gehe mal ganz an den Rand. Hier ist der Pride immer scheiße, ne? Um ehrlich zu sein. Ich zieh's am liebsten auf die Brücke. Da ist man also hier mit der Kombination, ne? Wir hätten ihn eigentlich zurückziehen müssen. Aber die Leute waren schon zu weit gelaufen. Okay, die feuern mich jetzt hier gerade mit allem weg. Das Problem ist, wenn du dich dann halt, ne? Wenn du nicht im Voice oder irgendwas bist, du dann, quasi hinläufst und die zurückziehen wollst, die anderen aber schon drin sind und draufhauen, dann endet das bloß im Vibe. Die müssen da jetzt weggehen, sonst triggern wir das. Die müssen da weggehen. Oh, Boys. Ich will die nicht adden, sonst geht's mit den Prozenten oben nicht auf und dann wird's halt ätzend. Okay, wir haben nicht geaddet. Das war jetzt ein bisschen knapp, ne? Wir müssen bloß gucken, dass der, aber der Hunter, der ist, glaube ich, MM, ne? Der hat kein Pet dabei. Der wird hoffentlich nicht adden. Wer ist denn hier schon dreimal gestorben? Achso, der DH ist ja mal reingecharged, wie so ein Blöder, ne? Natürlich, der DH ist gestorben. Was frage ich eigentlich? So, jetzt ist die Frage bei meiner nächsten Gruppe. Oh, fuck it. Jetzt habe ich. Das war jetzt my bad, dass ich nicht rausgepullt habe. Oh oh, da so Schleime adden die etwa? Nee.
Ja, das war klar, dass ich den Mage raushitte, ne? Der hat ihn geblindet, aber ich hab mit Hauen halt so eine große Range, dass ich den halt dann raushitte. Ich kann einmal das rentieren. Ich ziehe jetzt mal hier nicht Inka, sondern benutze es für einen Boss. Tu mal den einen Caster zumindest knockbacken. Ich habe mir jetzt geschrieben, dass der Hunter mal Hero anmachen soll bei dem Boss. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Okay. Ich hoffe, der hat Hero, der Hunter. Okay, ich glaube, der Hunter hat kein Hero. Wisst ihr was, ich ziehe einfach jetzt selber wieder Hero. Das ist doch, keine Ahnung. Also, vielleicht bin ich auch komisch, ne? Und check's nicht, aber es können doch alle Hunter-Specs mittlerweile HT ziehen, oder? Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg und, danke dir fürs Followen. Oh, Leute. Also, wenn da sich jetzt einer wegnatzen hat lassen, ne? Ich hasse diesen Boss, richtig. Nicht, weil er schwer ist, sondern weil es jedes Mal das Gleiche ist, dass die Leute nicht auf die Ads gehen und oder sich von den Voidflächen wegnatzen lassen und es daran immer scheitert, tatsächlich. Das ist richtig schade. Aber hier, die scheinen zumindest auf die Ads zu gehen. Das freut mich ja schon mal. Gut, hier hätten wir jetzt auch auf den Boss durchziehen können. So, wenn der Boss halt auf unter 5% ist. Holy moly, da musst du jetzt eine Wall ziehen, ne? Ach so, also Ding kann's nicht. Also musst du dann quasi einen HT-Patch spielen, was du nicht machst, weil du Lone Wolf spielst, oder? Also du könntest das, aber das ist doch für die Gruppe doch wesentlich effektiver, oder? Die Ads können halt noch relativ ätzend werden, weil die sich sowas hochstacken, dann machen die immer mehr Damage, ne? Und wenn du die hier halt, wenn du da lang brauchst, dann hauen, oder die stacken mir, glaube ich, was hoch, dass ich mehr Schaden kriege. Irgendwie so ist das, naja, genau, erlittener körperlicher Schaden. Heißt, wenn du hier nicht, wenn du die nicht einigermaßen schnell runterkriegst, dann klopfen die dich irgendwann zu Brei, weil die halt immer mehr raushauen. Und leider haben wir jetzt, also wir haben nicht den krassesten Damage leider dabei. Also ich weiß nicht, ich glaube, dass, das ist doch, oh shit. Das ist jetzt nicht gut, der eine, ah fuck, die sind geedit. Ja, den habe ich zu weit gekickt. Komm, ich wall jetzt mal hier. Ja, das war jetzt Käse. Ich wollte ihn aus der Void rauskicken und der ist so weit geflogen, dass er in die ins andere Pack rein ist, ne? Suboptimal. Eine war jetzt eh fast tot, ne? Das war jetzt nicht ultimativ schlimm, aber ein bisschen unnötig. beim nächsten kann ich dann eigentlich mit Inka mal rein. Ganz gemütlich.
Aber meint ihr nicht, dass es sinnig wäre, wenn man dann beim Boss kurz das Pad rauszieht, HT, ne? Weil das richtige HT macht ja 40%, ne? Und dieses billige Trommel-HT sind halt nur noch 15%, also es ist halt kaum was. Also ich weiß nicht, ich persönlich würde meinen, dass sich das rentiert, das gescheite HT zu ziehen. Also für die Gruppe, ne? Ob es für den Hunter sich rentiert, I don't know, aber jetzt overall auf die Gruppe gesehen, meine ich schon, dass das sinnig wäre. Keine Ahnung, warum geht der Rogue da nicht raus? Ich laufe schon hinter, er bleibt einfach stehen. Die Mobs laufen mit mir weg. Also du musst als Melee immer vom Tank weggehen. Also der Tank braucht nicht von dir weggehen, weil die Mobs ihm eh nachlaufen. Also keine Ahnung. Ich hasse sowas. Deswegen mag ich die Woche mit mehreren Melees immer nicht, weil die Leute diese Kackmechanik einfach nicht spielen können. Hütet euch. Ihr haltet euch für besonders talentiert. Euch. Dann haben wir halt einen toten DD. Ads noch an die Hacken. Und der Pride ist halt jetzt kacke gespawnt, weil sie die nicht gleichmäßig runtergehauen haben. Okay. Oh boy, sag ich da bloß. Machen wir mal wohl ein bisschen Wut, dann können wir uns ein bisschen hochheilen. Halt maximal unnötig, wenn du da immer x Leute triffst, ne? Also mit diesem Beben-Shit. Maximal unnötig ist das. Man hat Captain Flitzefuß dabei, den DH, der die ganze Zeit hin und her charged mit dem Teil. Und den Rogue, ne, der halt auch ein bisschen risky unterwegs ist. Hütet euch. Hallo, ich wollte ihn einmal weginterrupten. Ich bin außer Reichweite. Na, jetzt läuft der natürlich in die Pfütze. Müssen wir mal gucken, ne, bei dem einen Boss. Beim nächsten bin ich ja mal gespannt, ob alle Leute das hinkriegen, quasi den Boss runter zu grippeln. Ich hatte eine Gruppe, wo es 3 oder 4 Mal hintereinander nicht geklappt hat, die runter zu grippeln. Und das waren jetzt keine Leute, die das erste Mal in der Instanz drin waren. Die hatten alle einen relativ guten Score und die haben es irgendwie nicht hingekriegt, ne? Da haben wir echt gewundert. Haben wir richtig gewundert. Kicken wir den mal raus, dass der da draußen stirbt. Uff. Alter. Jetzt muss die nochmal eine Wall und alles. Die Mobs sind fast tot, dann muss ich nochmal alles reinopfern. Das ärgert mich immer. Das ärgert mich immer. Jetzt habe ich alle Cooldowns raus, weil er mich einfach nicht mehr gegengeht. Also ich hatte 3 Stacks, war jetzt nicht übertrieben krass. Ich weiß auch nicht, also, ne? Warum der Heiler es nicht schafft, einfach seine 3 Hots auf mir als Tank oben zu halten, das verstehe ich halt nicht. Und ja, er muss gerade laufen, aber erneuern ist halt ein Instant-Cast, ne? Ich habe immer noch kein Erneuern drauf, ne? Bin die ganze Zeit bei 60%. Jetzt sind alle Dots ausgelaufen, tutti kompletti. Also, ich spiele kein Druid-Heiler als Main, ne? Aber im Normalfall hast du doch die Hots auf dem Tank, vor allem wenn er low ist. Ich kann immer schwer sagen, ob jemand seinen Heiler richtig oder falsch spielt. Ne? Ich kann aber immer so ein bisschen abschätzen, wie safe ich quasi bin und wie squishy ich werde, weil halt einfach irgendwo Heilung fehlt. Ne? Und hier ist es immer, ich habe immer wieder so Löcher in dem Ganzen drin. Komm, ich ziehe jetzt hier nochmal Inka. Bei der Gruppe, dann habe ich es eventuell. Na, vielleicht habe ich es beim Boss wieder, wenn es gut läuft. So,
Ist das Mindeste. Ja, ich weiß nicht. Gut, jetzt hat er es drauf, aber teilweise hat er so Löcher. Da ist irgendwie, da fehlt es irgendwie an allen. Da habe ich irgendwie gar keinen Hot drauf. Also, wenn ich jetzt sage, okay, er catweaved vielleicht, macht Damage, ne? Das kannst du ja alles machen als Heiler, aber er macht's halt, das macht er halt nicht mal, ne? Er heilt halt einfach gar nicht. Jetzt kicken wir die mal raus, dass die da hinten einmal abrauchen. Ohne Scheiß, das gibt's doch nicht. Sogar der DH ist unter mir im Schaden. Ne? Ah, der Heiler ist. Und was ist denn jetzt bitte schon der Heiler verreckt? Gut, jetzt muss ich ein bisschen. Ah, der Mob ist nicht slowbar, ne? Ich habe halt so viele Stacks. Keine Ahnung. Der Heiler ist einfach. Ich weiß gar nicht, was den Heiler gekillt hat. Da war nur der eine Mob da. Da bist du in der Void stehen geblieben? Kann das sein? Das Einzige, was ihn hätte killen können, oder? Manchmal sind es so random Tode, dann denke ich mir, durch was ist denn der überhaupt gerippt, ne? Komm, jetzt kicken wir die mal noch weg hier. Ah, okay, jetzt ist natürlich... Das war jetzt nicht so gut. Wieder einmal noch durch die... Durch die Grütze durch. Sechsunddreißig habe ich Inka wieder. Ich hoffe, wir haben noch einen Speer hier, ne? Dann. Aber ich habe die, also die Route, ne, an der liegt's auf jeden Fall nicht. Die ist perfekt. Wir haben immer die Prides da, wo sie sein müssen. Also die Route habe ich jetzt eigentlich schon relativ gut raus. Ich habe es diesmal ein bisschen abgewandt. Komm, die kriegen das halt nicht geschissen, dass sie auseinanderlaufen. Ich verstehe es halt nicht. Dieser DH und der Ding, ne? Da mag der ein oder andere meinen, okay, Täler heul nicht rum, die Bebenwoche mit zwei Milis, aber genau das meine ich. Du spielst die Bebenwoche mit zwei Milis und die natzen sich gegenseitig ständig um. Das sind jetzt halt 9 Tode, davon gehen die allermeisten tatsächlich aufs Beben zurück, was halt eigentlich eine der leichtesten Mechanics überhaupt ist. Schauen wir mal, ich hoffe, komm, lauft möglichst nah ran, wenn ihr die Kette kriegt, dass es nicht verkackt. Okay, zum Glück der DH hat's. Ist schon mal in Melee-Range zumindest. Ich geh da mal noch einen Ticken weg, nicht, dass er irgendwie rumbackt. Zieh jetzt einfach hier HT. Warte mal, ich kann's nicht. Ach, Goblin-Gleiter. Oh mein Gott, bin ich ein Vollidiot. Aber die haben jetzt auch keinen Speer oder irgendwas draufgehauen, ne? Der Rogue ist schon wieder tot, was machst du? Nein, der hat es leider nicht mehr gecastet. Die haben den Typen zu weit runtergehittet. Ja, jetzt müssen wir dann nochmal. Viele benutzen auch für den Endboss HT. Ich habe es jetzt einfach hier rausgehauen, weil umso schneller... Eigentlich haust du in einer Phase um. Also ich weiß jetzt auch nicht. Ich glaube, wir haben halt da auch keinen Speer mehr für gehabt, schätze ich mal. Beeindruckende Ohren. Sehr schwer zu finden. Ich glaube, manche machen noch Schaden auf das Ed, oder? Das kann ja nicht sein. Das Ed ist jetzt schon halb wieder runter. Vielleicht cleaven wir auch so viel, ne? Das hat er gut gemacht, tatsächlich.
Das war gut von dem DH. Holy. Gut, wir haben noch 5 Minuten, ne? Endboss könnte drin sein. Könnte drin sein mit dem Endboss. Oh, der Druid war noch nicht auf der Plattform. Ich hoffe, das buggt jetzt nicht. Doch, das ist okay, der ist da. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich im Mili-Camp bisschen voll werden. Geht der... Okay. Hütet euch. Okay, der DH läuft auch die Seite. Okay, wir können nicht in Mili-Range bleiben. Wenn alle quasi die gleiche Richtung laufen, dann wird es tatsächlich gehen, ne? Der Heiler könnte ihn doch einfach dispeln. Okay, der Rogue geht so rum. Dann versuche ich mal hier so einen kleinen Kreis zu laufen. Oh, ich glaube, ich habe einen Hit gekriegt. Ungünstig. Schauen wir, dass wir es hier am Ende nicht noch verkacken. Ne? Nicht, dass ich die ganze Zeit Mods uns dann selber verkackt tatsächlich. Jetzt bin ich mit eingefroren. Nee, ich glaube, der will mich nicht... Er muss mich dispellen. Oh boy, muss ich shapeshiften, ne? Aber in der Phase hittet der Boss nicht. Uff. Uff. Zum Glück kann ich shapeshiften, ne? Ich sag's euch. Ich würde mal gern sehen, wie das aussieht, wenn du hier von der Plattform runter geportet wirst, ne? Weil das siehst du ja tatsächlich, glaube ich, nur als DD. Als Tank wirst du nicht runter. Und ich glaube, als Heiler wirst du, glaube ich, auch nicht darunter geportet. Meine ich nicht. Ich habe meinen Buff schon wieder vergessen, ne? Also ich habe ja so ein Trinket. Das muss ich alle Viertelstunde mal aktivieren. Oder wenn ich sterbe, ne, dann muss ich es auch nochmal aktivieren. Da gibt es dann den Buff für die Gruppe. Schau mal, ich laufe extra weit außen, dass der DH hier durchziehen kann. Aber ich habe... ich habe die Eulen Affinity drin, da habe ich eine relativ große Range, da geht das tatsächlich. So, jetzt schauen wir, dass wir hier noch einigermaßen vorsichtig spielen können. Komm, wir haben noch eine Wall, die ziehen wir jetzt einfach mal, weil wir es haben, nicht weil wir es brauchen. Nicht weil wir es brauchen. Haben wir das tatsächlich noch in Time geschafft, ne? Mit dem Rumgemurkse. Da unten ist nichts Spannendes. Mal gucken, vielleicht kriegen wir irgendwas Tolles. Mount, Mount, Mount. Okay, ich habe einfach nur Gold gekriegt. Ich dachte mir, der eine hat's Mount gezogen, weil er Flatterflügeltoxin. Ja. Der eine braucht leider die Schultern. Schade, Schultern wären gedroppt, die wären tatsächlich nur ein Upgrade gewesen, ne? Ja, warte mal, die hat der eine gekriegt. Ziemlich viele Lederträger waren wir halt. Ja, nee, der braucht die leider selber. Der Heiler bietet mir ein Dings an, Trinket. Ja, du, wenn es mir aufschwatzt, dann nehmen wir das doch. Dann nehmen wir es doch. Ich dachte mir gerade, das ist ein Splitter, ne? Wunderbar, ich bedanke mich bei der Gruppe. War doch unterm Strich doch ein ganz okayer Run, ne? Bisschen weggesprengt haben sie sich gegenseitig, ne? Aber es hat tatsächlich noch fürs In-Time gereicht. Gut, dann haben wir den Weekly Chest Run auch schon hinter uns.